die häufigste Begrüßung, die ich heute gekriegt habe, war: Boah, da war ich schon lange nicht mehr. Ich atme tief. Hinter der Straße, hinter den Hausdächern, erhebt sich der Rauchkofel mit seinem waldstruppigen Gipfel. Der Elefant, der hässliche, große, alte Elefant. Das Gebirge ist gut, sage ich zu mir. Aber eine Stadt im Gebirge ist nicht gut, erst recht nicht eine Kleinstadt. Der Platz wird von einem mächtigen Gebäude, der Liebburg, beherrscht, aber daneben, selbst die höchsten Bürgerhäuser überragend, glüht rot die Lichtmarke des Senders und zeigt, wie hoch der Berg ist, der waldborstige Rücken des Rauchkofels. Jede Aussicht endet auf diesem Rücken. Von der Entfernung sieht er aus wie ein massiger, über und über bewachsener Riesenhügel, der das eigentliche, noch fast 1000 Meter höher ansteigende Gebirge halb verdeckt. Von Ferne gesehen erscheint der Berg hässlich. Er bietet kaum Stellen für angenehme Wanderwege, und die Kletterer würden sich über den verwitterten, von Gras und Kräutern und Kriechföhren zermürbten Fels nur ärgern. Wenn ich vom Vater Buch lese oder aus einem Buch von ihm lese, dann habe ich ihn komplett vor mir. Also nachher ist das wie wenn ich mir mal meinen Körper leiche und der redet dann durch mich. Wenn das Gefühl passt, ist ein gutes Gefühl. Also ich tue es gern. Was willst du, Gott? Deine Erregung zittert in mir und deine Bedenken füllen meine Luft und deine Zweifel kranken in meiner Brust. Die Unvollkommenheit ist deine Maxime? Ich hasse die Unvollkommenheit, Gott, und deine Berge und deine Straßen und Bücher. Nein, du zwingst mich nicht in die Knie. Ich fluche dir um der Schönheit willen. Das ist der Preis der heutigen Nacht, Gott. Ich weiß nicht, wie du rechnest. Umsonst sind meine Bedenken. Verweht ist meine Klage. Gebrochen ist ihr Stolz. Erinnerungen an den Vater. Aber daheim eher ruhiger Mensch. Aber was ich aus meiner Kindheit noch weiß, was genial war, jedes Wochenende hat er uns alle genommen, Kinder, aus ins Freie, auf den Berg gegangen, hat mit uns gespielt. Da hat er richtig Vollgas, Herzblut und durch den Wald gerannt und Wald und Häuser gebaut und Sparmittel gebaut. Und es war immer Spaß, immer irre Spaß. Als Lektorin, die viele, viele, viele Texte liest, lesen muss und gerne liest auch natürlich, kann ich sagen, dass er wirklich ein ganz besonderes Talent war. Und ja, die Leute sollen die Bücher wieder lesen. Das wäre schön. Ich glaube, es war ganz ein gelungener Abend. Vor allem einer, der dem etwas älteren Publikum gezeigt hat, wie top aktuell Christoph Zanon ist. Schwer beeindruckt sind wir alle von Ring und Yes, vom Rap. Die Texte von Christoph kennen die meisten da, haben uns voll getaugt. Und ich glaube, die Rechnung ist aufgegangen. Es gibt eine Kulturszene in Osttirol und in Lienz, in der Dolomitenstadt.